Meine Leute, also keine Ahnung, manche Leute sind irgendwie weird. Also es gibt Leute, die upgraden einfach ohne Event. Das finde ich schlecht oder grundsätzlich eigentlich, naja, gelinde gesagt dumm. Wenn man genau weiß, so ein Event kommt mehrmals im Jahr. Und ich meine, wenn man als Ziel plus 20 hat, dann, naja, macht es halt schon einen Unterschied, ob du permanent plus 5% hast. Ich meine, klar, du kannst auch mit dem Event Pech haben. Sage ich nicht, dass es nicht so ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du Glück hast, steigert sich halt mit dem Event um, was weiß ich, ungefähr 5% oder so. Und 5% bei tausenden Scrolls ist halt nicht unerheblich. Und dann gibt es halt Leute, die upgraden dann zwar beim Event, aber kaufen auch die Products beim Event, obwohl man genau weiß, während dem Event werden die Products garantiert höher verkauft. Ja, das heißt, also ob es jetzt absoluter Wucher ist oder nur leicht erhöht, ist ja egal. Also sie werden auf jeden Fall zu einem höheren Preis verkauft als ohne Event. Und das macht dann wiederum auch weniger Sinn, weil dann hast du zwar die 5% oder wie viel auch immer es ist, ist ja egal. Ist, glaube ich, auch von der Upgrade-Stufe abhängig oder von den Fails, aber ist ja Wurst. Jedenfalls, dann hast du zwar die erhöhte Prozentchance, aber du hast ja dann auch mehr gezahlt. Und das heißt, ohne Event, wenn du genauso viel Geld ausgegeben hättest, hättest du mehr Products bekommen, zwar mit weniger Prozenten, aber letztendlich hast du dann von dem Event nichts, weil du hast dann weniger Products mit mehr Prozent und ohne Event hättest du mehr Products mit weniger Prozent bekommen, was im Endeffekt wiederum das Gleiche ist. Macht also auch irgendwie wenig Sinn. Keine Ahnung, warum so viele Leute so sind. Also beides ergibt in meinen Augen wirklich überhaupt keinen Sinn. Und ich sag mal so, wenn du jetzt nicht 10 Milliarden auf dem Konto hast, wirst du jetzt während dem Event auch nicht so viele A-Products kaufen können, dass es überhaupt irgendwas bringt. Also kann ja jeder machen, was er will. Aber ich würde euch persönlich empfehlen, wenn ihr wirklich mal was Großes vorhabt zu upgraden, dann solltet ihr frühzeitig anfangen zu sparen. Also frühzeitig sammeln, damit ihr, wenn ein Event kommt, wo man halt, wie gesagt, schon deutlich erhöhte Chance eigentlich hat. Mein Schmuck auf 20 ist halt schon extrem, weil es immer extrem unwahrscheinlich ist. Ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber zum Beispiel Set oder Waffe mit 10 Sockel. Also gut, Sets sockeln sollte man wahrscheinlich auch ohne Event machen, weil die 4 Sockel auf dem Set sind sehr wichtig. Aber Waffensockel zum Beispiel, so 10 Sockel auf die Waffe machen, da würde es sich auf jeden Fall lohnen, auf ein Event zu warten. Zum Beispiel. Und ja, das kann man sich ja vorher schon überlegen eigentlich. Also das, wenn es einem erst einfällt, wenn das Event startet, dann ist es halt zu spät, weil dann, wie gesagt, dann kosten halt die Products mehr Geld und dann ist es im Endeffekt genauso, wie als hättet ihr einfach ohne Event geupgradet, wenn ihr dann mehr für die Products bezahlt habt. Also wenn du eine Frage zu Upgrade hast und die fängt an mit lohnt es sich, ist die Antwort immer nein. Also wirklich immer. In 100% der Fälle. Nein, lohnt sich nicht. Außer du weißt vorher schon, dass du nur 4 Versuche brauchst und reinlagst und das kannst du nicht wissen. Also ist die Antwort nein. Immer. Kannst du ja nicht merken. Ja, da hört sowas nicht gerne, dass es sich nicht lohnt. Ach, das ist mir ziemlich egal, was die hören wollen. Wenn sie wollen, dass ich für sie lüge, dann müssen sie mich schon schmieren. Mit einem dicken, fetten Batzen Geld. Und da sie dazu nicht bereit sind, werde ich auch nicht ihre Lügenpropaganda vertreten. Das mache ich nur, wenn sie mich auch dafür bezahlen. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Mit 10.000 F-Coins im Monat? Pff, wie können sich ihre F-Coins sonst wohin stecken? Ich will Geld. Euros. Dollares. Was will ich mit scheiß F-Coins? Die sind wertlos. Du? Wer sonst? Ich sehe hier kein weiteres Handtuch in diesem Raum. Nur ein paar Lappen. Oh! Diese Spiele basieren im Endeffekt darauf, dir am Anfang einen richtigen Boost zu geben. Yeah, alles geil, du schaltest jedes Level was Neues frei, bist die ganze Zeit beschäftigt. Und irgendwann merkst du, oh, okay, um jetzt noch was Neues freizuschalten, brauche ich 2 Monate. Das heißt, ich muss jetzt 2 Monate lang jeden Tag einfach genau das Gleiche machen. Und dann habe ich einen Tag wieder was Neues, was Cooles, was Spaß macht.
Und dann wieder zweimal jeden Tag das gleiche. Das sind Browser-Games in der Regel. Dagegen verglichen ist FLAF Abwechslung pur. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Alles tot. Serverabsturz. Ich bin dead. What happened? Oh mein Gott, bei euch auch? Alter, dieses Piss-Game. Ich hab keine Zeit, Mann. Ich hab 2 Minuten Puffer oder so. Das soll jetzt nicht dein Scheiß ernst, Mann. Verbindung mit dem Spiel nicht möglich. Junge, Bo-Ding wird gar nicht angezeigt, what the fuck? Bo-Ding wird nicht mal angezeigt. Oh doch, ist echt wieder online. Toll, Alter. So eine unnötige Pisse. Oh, ich bin nicht mal gestorben. Au. Party ist noch da. Ach, Mann, Alter. Jetzt schaffe ich wieder diese scheiß Event-Quest nicht, nur wegen diesem dämlichen Piss-Server, Alter. Hallo. Der Server Borodeng war am 26. Oh, verdammt. 1.2024 für circa 13 Minuten lang offline. Aufgrund dieses Umstandes war es mir leider nicht möglich, die New Year Event Quest am Tage des 26. erfolgreich abzuschließen. Was mir aber möglich gewesen wäre, wenn der Server nicht offline gegangen wäre. Deshalb würde ich es überaus begrüßen, wenn Sie den Spielern eine entsprechende Entschädigung in Form von F-Coin oder New Year Event Gacha Boxen zukommen lassen könnten. Die Spieler würden sich darüber sehr freuen, da wir für den Serverausfall absolut nichts können. Bitte denken Sie darüber nach. Mit freundlichen Grüßen, ein angepisster Spieler. Na, schreibe ich nicht. Das Psy-CW Solokin macht ungefähr so viel Spaß wie Kartoffeln, rohe Kartoffeln zu essen. Würde dir stark davon abraten. Sagen wir es so, bei MTV Home wäre eine Challenge gewesen, wenn ich du wäre, würde ich mit Psykeeper Clockworks farmen. Das wäre eine MTV Home Challenge gewesen, weil es so wenig Spaß macht.
Und einfach so ätzend und kacke ist. Also, mit deinem Level hat es wenig zu tun. Du brauchst halt einfach viel Damage, mindestens 30k DPS. Aber du musst halt bedenken, Psykeeper muss jeden einzelnen Skill tatsächlich auch drücken. Und du hast keine Auto-Attacks. Also du musst die ganze Zeit da hocken und bis du dem Vieh 81 Millionen Schaden gemacht hast. Du kannst dir ungefähr ausrechnen, wie oft du die Taste angreifen drücken musst. Würde ich dir ehrlich gesagt nicht empfehlen. Davor würde ich mich drücken. Brümps. Gebe ihm als Empfehlung, seine Niere zu verkaufen und dann alles in F-Coins zu ballern. Okay. Du hast es gehört. Für die Drop Nation. Oh, let's go. Strände plus 2. Let's go. Let's motherfucking go, motherfuckers. Und ein Triple Drop, okay. Und Rohren Boots, okay. Okay, motherfuckers. Und. Oh, und ein Dexter haben plus 1. Und. Doppeldrop. I take it. Hätte auch plus 3 sein können. Hätte. War es aber nicht. Du miese Peter. Du miese Petersilie. Also. Das war eine. Hat's ich schon wieder vergessen. Also, das war auf jeden Fall eine. Nee. Das war die 1. Das schon wieder vergessen. Genau, der hatte Doppel. Dann, die hatten, genau, Single. Und er hatte ein Triple. Und Strände plus 2 war gepaart mit einem Double. Doppelwopper, oder? Genau, Doppelwopper mit Strände. Also 2. Achter Drop. Und... Alter, schon wieder. CW3 ist gleich Strente plus 2. Copy and paste it. CW3 Strente plus 2. Alter! CW3 Intiret plus 2. CW3 Strente plus 3. CW3 Strente plus 2. Alle meine plus 2 Drops waren bei CW3. CW3 ist gesegnet. Damn. Von Satan persönlich. Schon einiges. Die Inflation nimmt uns alle mit. Ich muss an die Kinder denken. Die wollen ja auch mal aufs College gehen, nicht wahr? Die Kids wollen ja auch mal eine gute Schule besuchen. Ich glaube, mein Neid ist jetzt in Flav Universe der höchste Chart, den ich je hatte. Ich war ziemlich sicher noch nie auf 80 auf Live PC. Aber auch gerade 13 Jahre alt, als ich das aktiv gespielt habe. Ich kenne das. Mein höchster Char war viele Jahre 82. Aber nicht wirklich, weil ich nicht genug gespielt habe. Also auch. Aber das Hauptproblem war, dass ich einfach andauernd Level 60, keine Lust mehr, neuer Char. 68, keine Lust mehr, Char gelöscht, neuer Char. Level 74, keine Lust mehr, Char gelöscht, neuer Char. Ach Gott, ey. So sinnlos. Dumme Kinder, ey. Dummes Kind. Dummer Junge. Dumm, 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 dumm.